Hallo und herzlich willkommen zur dritten Etappe Le Tour de France mit und von Salona 7 Games. Und es geht von Lüttich nach Longwy. Beziehungsweise nicht von Lüttich, sondern doch von Lüttich. Ja, in dem Fall Verviers, ist wohl neben Lüttich. Verviers nach Longwy. Es ist eine hügelige Etappe, wie man sehen kann. Mehrere Bergwertungen der vierten und dritten Kategorie, nur eine Sprintwertung. Und das Ziel liegt auch in einem leichten Anstieg, also eine Bergwertung der dritten Kategorie. Also mal schauen, ob wir hier was holen können. Mit Peter Sagan, der in der aktuellen Tour de France ja disqualifiziert wurde. Was man verstehen kann, man musste halt ein Zeichen setzen, dass es halt sich nicht weiter häuft mit den Ellbogenschläge, wobei man natürlich sagen kann, das kam in der Vergangenheit auch schon öfters vor, das haben auch schon ganz andere Fahrer gemacht, aber man musste halt jetzt ein Exempel statuieren und ja, deswegen musste jetzt halt Peter Sagan gehen. Okay, aber wir beenden die Tour mit Sagan und schauen mal, wie es wäre, wenn er dabei geblieben wäre. So, Favoriten dieser Entscheidung, dieser Etappe wird in einem letzten kurzen Anstieg fallen. Die Pancheure dürften in der Lage sein, das Rennen bis dahin zu kontrollieren. Keine besondere Gefahr. Hügelige Etappen sind problematisch für die Favoriten der Gesamtwertung, da sie oft schwer zu prognostizieren sind. Und erwartetes Ergebnis, wenn es uns nicht gelingt, früh auszureißen, stehen die Chancen für eine Top-10-Platzierung auf dieser Etappe eher schlecht. Okay. Gut, dann gehen wir, natürlich spielen wir diese Etappe. Und dann schauen wir mal, wie unsere Fahrer, in welcher Form die sich befinden. Nach der letzten Etappe, wo wir mit Peter Sagan den zweiten Platz geholt haben, ganz knapp vorbeigekommen sind. Oh, die Favoriten sind Valverde, Daniel Martin und Kwiatkowski. Okay. Beenden Sie die Etappe als einer der ersten 20 Fahrer mit Maika und König. Erzielen Sie in der Punktewertung mindestens 12 Punkte. Oh. Sagan ist auch nicht fit. Vielleicht sollte man dann wirklich mal probieren mit König. Aber wir wollen ja mit Maika die Bergwertung erobern. Von daher wäre es eigentlich wahrscheinlich ratsam, mit Maika den Etappensieg zu holen. Barta will einen Ausreißversuch probieren. Dann werden wir das natürlich auch versuchen. Und schauen mal, wie diese Etappe sich entwickeln wird. Direkt am Anfang haben wir schon eine Bergwertung der vierten Kategorie. Mal schauen, ob wir den Maika da auch mit einbauen können. After the start given in Belgium, the peloton will cross the Grand Duchy of Luxembourg from north to south to fight it out for victory. Los geht's. Wen haben wir denn hier eigentlich? Ach, Rafael Maika haben wir auch schon direkt. Immer ein ganz gemächliches Tempo hier. Oh, da geht's jetzt los. Da geht's jetzt los. Dann warum haben wir direkt hier mal Bata, dass er hier auch mal angreifen soll? Bin ich auch nicht, mein Kollege. Muss hier auch mal irgendwie durchkommen. Alter, lass mich doch mal hier durch hier, Mensch, du. Ja, jawohl. Ja, ein bisschen vorne. Bartra, Bata ist jetzt rausgefahren, wir sehen es oben. Ist die zweite Gruppe, circa eine Minute weg von der Ausreißergruppe. Die von Steven, Vöckler, Stonuit, ja, sind doch wahrscheinlich viele Namen dabei, die nicht so richtig sind. Aber auch welche, der Lutsenko, nur 8 Sekunden hinter dem gelben Trikot. Eieiei. Bata ist mit
Netli und Feiyu unterwegs. Dann ist nochmal Ofredo unterwegs. Und Gautier ist jetzt auch nochmal rausgesprungen. Also ich denke, die nächste Bergwertung werden wir eh nichts erreichen können. Dafür sind wir wahrscheinlich zu weit weg. Bei so vielen Leuten werden wir auch keine Punkte mehr bekommen. Denn es gibt nur einen Punkt zu holen und das sind insgesamt, ja, 11 Leute vor uns. Also muss ein bisschen weiter zurückfallen. Hängen wir uns hier hinten dran. His best chance of victory is to try a breakaway from far out. So, ich würde vorschlagen, wir spulen einfach mal hier bis zur dritten Bergwertung vor. Here's the positions over the last climb. This stage must be a part of his objectives, because his teammates are already managing the time gap. He's a good climber puncher over any kind of obstacle. So, Vöckler hat wohl, ja, so wie es aussieht, holt er sich die Punkte hier am Berg oder den einen Punkt oder die zwei Punkte besser gesagt, den einen Punkt wird sich dann hier entscheiden und Bata ist immer noch 3 Minuten, aber jetzt in einer Sechsergruppe mittlerweile, 3 Minuten hinter der Fünfergruppe zurück und 3 Minuten dahinter ist das Peloton. Mal schauen. So, dann würde ich vorschlagen, hier wird sich ja eh nichts tun, wir werden keine Punkte holen können. Spulen wir nochmal vor und fahren dann nachher ein bisschen mal mit Bartha mit. Aber hauen jetzt nochmal ein bisschen weiter hier. Ja, mal bis 10 Kilometer. Nach vorne. Ah, die Gruppe Bartha verliert ja immer mehr. Fast 5 Minuten. Da ist natürlich die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, noch vorne zu bleiben. Na, schon 7 Minuten. Ich glaube, da lohnt es sich nicht. Oh, das wollte ich so nicht. Ach, da sind sie nämlich auch schon eingeholt worden. Es ist nur noch die Fünfergruppe vorne. Ja, das war ja auch abzusehen. Spulen wir jetzt nochmal wieder so weiter vor. Es war ja abzusehen, dass Bartra da nicht nochmal nach vorne kommt. So. Ah, jetzt knabbern wir ein bisschen am Vorsprung. Jetzt sind es nur noch 6 Minuten. Knapp. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. There's not much going on. Isn't there someone who wants to liven up the race with an attack? The gap between the peloton and the escapees is stable. So, jetzt haben wir mal eingerichtet, dass der König den Maika schützen soll. Und wir sind jetzt nur 4:22 zurück. Jetzt geht es gerade bergab. Ist aber noch ein gutes Stück bis zur nächsten. Ein gutes Stück bis zur Bergwertung und da werden wir auch keine Punkte holen. So wie es aussieht. Aber ich glaube, wir versuchen. Wir spulen jetzt nochmal ein Stückchen vor. Beziehungsweise ich wechsle jetzt einmal auf Bartha. Dort sorgen wir einmal, dass er sich nochmal verpflegt. So. Mit Dreieck. Machen wir hier schön ein bisschen was essen. Auch nochmal ein bisschen.
So, dann werden wir nämlich an den Berg der dritten Kategorie nochmal angreifen mit Bartha. Dann werden wir versuchen, nochmal hier vielleicht was rauszuholen. Aber das spulen wir jetzt erstmal wieder hin. So, am besten direkt nach dem Essen. Ich stamm bergab und da versuchen wir dann was rauszufahren. Na, jetzt müssen wir uns hier irgendwie durchkämpfen, wie wir auch den Angriff machen können. Erstmal durch die Verpflegungszone. Hier sind wir natürlich sportlich fair und machen keinen Angriff während der Verpflegungszone. So, jetzt haben wir wieder Verpflegung. Und werden dann gleich mit dem Angriff starten. Ist noch ein kleines Stück. Also, wir haben jetzt 3 Minuten 26 Rückstand. Und 5 Fahrer sind nach vorne. Okay. Dann wollen wir mal los. Hier schön Windschatten. Wow, wow, wow. Das erste Mal auch für mich hier solche Abfahrten. Mal schauen, wie ich damit klarkomme. Windschatten, Windschatten. Wow, 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 wow. Bisschen zu feste gebremst. Okay. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas hier. Und hier rausfahren. Zack. Na, ja, und jetzt komm. Warte da. Jetzt haben wir circa 24 Sekunden Vorsprung. Komm, komm, komm. Und, ja. Zu sich nehmen hier am Berg. Und jetzt noch mal hier nach oben sprinten. Ah, da sind sie ja schon wieder. Ach, dieser Ausreißversuch ist nicht geglückt. Ja, komm, häng nicht dran. Schön im Windschatten hier. Komm, nehmen wir im Windschatten mit, Kollege. Na, ah, zu langsam. Ach so, das ist eine Ausreißer. Ach, das ist auch eine Ausreißer. Ach, guck an, wir haben 40 Sekunden vom Peloton. Das ist aber eine große Ausreißergruppe. Vor allem zwei BMC, zwei Sky-Teams, ein Movistar-Team. Eine komische hier. Kombination. Porti ist auch dabei. Richard Port oder was? So, jetzt sind wir hier in einer Ausreißergruppe. Das Ganze hier natürlich etwas spannender.
Machen wir hier mal ein bisschen die Führungsarbeit hier im Team. Hat mich mit dem Ellbogen nach vorne gewunken. Dann geben wir auch mal hier richtig Gas hier. Richtig Zünder. So, die anderen mal wieder vor hier. Immer ein bisschen. Ah, das Peloton ist ja gleich dran. Mann, Mann, Mann. Aber gute Arbeit geleistet. Ich gebe aber nicht auf hier mit Bartha. Na komm, wer kommt mit? Wir nehmen nochmal hier richtig Gas hier. Das Peloton ist so schnell. Aber das wird nichts mehr. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ah, da ist es auch schon, das Peloton. Und klar, wenn Port dabei war, klar, dass sie dann nachsetzen werden, dann wieder einholen werden. Schade, schade. Dieser Ausreißversuch hat leider nicht geglückt. So, 2:36 sind wir zurück. Spulen wir nochmal ein bisschen hier vor die Sprintwertung. Denn da müssen wir natürlich vielleicht dann wieder mit Sagan agieren und dann noch ein paar Punkte holen. Last time checked with a breakaway. 1 minute. So, jetzt wechseln wir natürlich noch zu Sagan. Und na, die sind noch 1:20 vorne. 10 Punkte können wir holen. Okay. The breakaway is 5 kilometers from the intermediate sprint. Na, ich will mich hier dran hin. Galopin. Haben wir noch hier gut 5 Kilometer. Sieht's hinten aus, okay. Sieht alles noch gut aus, alles gemütlich. 4 Kilometer. Lass mich noch ein bisschen zurückfallen. Hier, Calme Young. Zwei Komma sechs Kilometer. The breakaway is managing to hold off the peloton. The gap seems to have stabilized. So, und jetzt ziehen wir den Sprint an. Das müssten wir auch locker gewinnen. Ich glaube, da ist keiner mitgefahren. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Mal hier mit R1. Tigersprung und da haben wir die 10 Punkte. Immerhin ein kleiner Erfolg hier. Wir holen uns die 10 Punkte im Sprint. Machen damit ein bisschen Platz gut. Oh, das weiße Trikot ist zurückgefallen, aber deutlich. 5 Minuten. Eieiei, was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Mann, Mann, Mann. Na gut, wir wechseln nochmal den Fahrer, nämlich zu Maika. Wo ist er denn? Wie sieht denn die Fitness von den Leuten aus? Saga noch sehr gut, Maika auch noch sehr gut. Ansonsten, König sieht auch noch sehr gut aus.
Wunderbar. Dann wechseln wir jetzt mal zum Maika. Wupp. So, und spulen wieder ein bisschen vor. Ist kurz vorm Ende der Etappe. Haben wir 10 Kilometer vor Ende der Etappe. Schauen wir mal, ob wir den Etappensieg mit Maika holen können. Die Frage ist natürlich, kommen wir an die Gruppe dran? Circa eine Minute, ja, 30 Sekunden, ich glaube, das sollten wir schaffen. Ist natürlich jetzt auch interessant, wie der letzte Anstieg sein wird. He's trying to get out of the peloton. Watch out. The breakaway is unlikely to go all the way, guys. Watch out for counter moves. So. Ja, 15 Kilometer bis zum Ziel. Jetzt vorne gibt es noch kleine einzelne Attacken. Aber wir halten uns noch ein bisschen zurück. Wir halten uns am König dran. Müssen wir hier mal Team sagen. Mal hier Valverde mal einholt. Only 10 kilometers left. 10 kilometers from the finish for the head of the race. It's going to be difficult for them, especially with the short climb to the line. With a technical descent placed just before the finishing climb, any hope of victory today lies with being up front. There will be no interlude that would allow a change of position. So, jetzt sind nur noch zwei Fahrer vor uns. Circa 10 Sekunden. Es sind noch 8 Kilometer bis zum Ende der Etappe. Ich werde mir jetzt nochmal kurz das Etappenprofil anschauen. Und ab ca. 3 Kilometer fängt es an steil zu werden. So könnte man da ungefähr seinen Angriff planen. Mal 6,5 Kilometer. Essen noch eben was. Bisschen Stärkung zu sich nehmen. Vor den letzten 5 Kilometer. Das Peloton ist jetzt wieder eng zusammen. Nochmal eine schnelle Abfahrt. Und nach vorne fahren, damit wir dran sind. An dem Besten. So, wo haben wir denn den König? Lassen wir nochmal den König hier angreifen. Vielleicht können wir uns hinten dran hängen. Da haben wir den König. Begins the climb to the finish. Everything should be decided in these final 2 kilometers. It will require true puncher qualities to win. So, jetzt geht's hier richtig steil berghoch. Oh.
Ah, da fehlt die Energie, da fehlt die Energie, da fehlt die Energie. Na, ah, das wird nichts, das wird nichts. Kam zu früh der Angriff. Ah. Verdammt, verdammt. Ja, das war ein bisschen zu früh. Alles verbraucht. Dadurch fehlte es einem am Ende. Aber wir können jetzt nochmal wechseln zu anderen Fahrern. Und die sind ja alle nicht weit weg hier. Buchmann 0,2. Schauen, wo der ist. Ja, komm. Gehen wir nochmal hier richtig Gas hier. Mal hier ein bisschen nach vorne kommen, der Buchmann. Ja. Man vielleicht sogar mit Sagan probieren können. Ah, der Anstieg warte schon in sich. Es war schon nicht ohne. Es war schon nicht ohne. Aber mal schauen, wie viel da wir am Ende wurden. War auf jeden Fall eine interessante Etappe. Achter Platz, das ist eigentlich ganz in Ordnung, denke ich. Valverde hat sich den Sieg geholt. Fripp wurde Zweiter, Nibali wurde Dritter, Kwiatkowski Zehnter, Konrad ist am Ende 20. geworden, Sagan 24. Schauen wir uns mein Team einmal an. Ach, König wurde 11. Der war knapp hinter mir. Ja, das hat nicht so ganz geklappt. Ich wollte ihn eigentlich vorschicken, mich dranhängen, aber irgendwie kam er nicht wirklich nach vorne. Bergwertung hat Feyu 3 Punkte, Vöckler 3 Punkte, Valverde 2 Punkte. Sprintwertung, ja, hat Valverde jetzt die 20 Punkte geholt. Wir haben hier 10 Punkte geholt mit Sagan. Das war im Zwischensprint. Nachwuchswertung, okay. Teamwertung, dann schauen wir uns jetzt mal das Gesamtergebnis an. Oh, und Valverde hat sich ins gelbe Trikot gefahren. Sehr, sehr nice. Eine Sekunde vor Dumoulin. Valverde holt sich nochmal das gelbe Trikot. Unglaublich. Vor Dumoulin und vor Fripp. Fripp ist, denke ich mal, Christopher Froome, würde ich jetzt mal spontan sagen. Jetzt, wo ich das sehe, K.Fripp, das müsste der Froome sein. Nibali 4. Sagan ist 10. Kwiatkowski 6. Wo haben wir den Buchmann? Buchmann ist an der 104. Stelle. Ja, durch das Zeitfahren hat er natürlich eine Menge am Boden verloren. Bergwertung ist Feyu und Vöckler. Kommt also Feyu. Demar ist weiterhin vorne vor Peter Sagan. In der Sprintwertung, in der Nachwuchswertung ist Luzenko vorne. Ja, das ist auch Buchmann natürlich weit hinten mit 38 Sekunden noch. Vorne das Sky-Team von Movistar und Kampfgeist hat Luzenko bekommen in diesem letzten Rennen. Und ja, dann sind wir auch mit der Etappe von Vervi nach Longwy fertig und schauen dann mal, wie die nächste Etappe wird. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielleicht kommen wir da näher an einen Sieg rein und vielleicht schicken wir da auch schon direkt mal einen am Anfang los in der Ausreißergruppe, die dann auch funktioniert. Das wäre natürlich auch interessant. Das alles sehen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und dann sehen wir uns in der nächsten Etappe. Bis dann. Tschüss.